So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, der Mewtwo Community Raid findet statt. Ja, den hätte ich fast total vergessen, dadurch, dass am Samstag Mewtwo frisch in die Raids kam, direkt am Kanto-Tag, Sonntag wir Mewtwo Raids für Mitglieder und anschließend für Zuschauer gemacht haben und auch da schon die Frage aufkam, Ramses, wann machst du den Mewtwo Community Raid? Jetzt ist Montag. Jetzt habe ich den ganzen Tag darauf gewartet, dass Mewtwo kommt, aber da sehe ich schon das nächste Problem. Es ist ja nicht nur Mewtwo alleine da, es sind ja auch die drei Vögel da und neben den drei Vögeln ist Mewtwo da. Aber bis da mal ein Fünfer überhaupt auftaucht und da dann auch noch das Richtige drin ist, was ihr bekommen wollt, können Tage vergehen. Deswegen werde ich das Video, glaube ich, am Dienstag hochladen, aber am Montag aufnehmen. Wundert euch nicht. Wir stehen jetzt hier am Landratsamt. Ich kann euch da mal kurz die Arena zeigen. Hier sitzt also ein Mewtwo drauf. Wir gehen hier mal hin. Das Landratsamt ist in die Richtung. Ihr seht hinter mir dann die Sportanlage. So heißt nämlich auch die Arena. Sportanlage. Und wenn wir jetzt auf YouTube gehen, habe ich ja wieder den Community Raid gepostet. Ja? Wo? Moment. Den Community Raid gepostet, 16 Kommentare sind da, auf 12.55 Uhr ist der angesetzt, habe ich wieder meine Liste gemacht, habe die Leute eintragen lassen, Jenaya ist dabei, Lukas ist dabei, Carsten ist dabei, Kevin ist dabei, Erdenmond, das auf dem einen Handy und auf dem anderen, Lucian, Lucy, Lucian ist dabei, Bruno ist dabei, Kulidita ist dabei, Nico, kein Bock, ist dabei, und GGI, Julian Leopold ist auf jeden Fall dabei. Wer ist nicht dabei? Janne Scherzer. Grüße gehen raus, wenn du das siehst. Ich bin Level 33 und brauche Mewtwo unbedingt. Für alle, die nicht dabei sind, ich empfehle euch immer noch, guckt in die Raid-Gruppen, Discord, Telegram, alles ist verlinkt in der Beschreibung, macht damit. Jetzt haben sich hier noch ein paar eingetragen. Manu, Chevy, Pokémon ist wild, ne? Die lade ich auf jeden Fall alle ein. Muss nur mal gucken, ob die alle angenommen haben. Hier hinter mir theoretisch, das ist die Sportanlage. Und ich habe einen Rat von euch beherzigt. Denn ich bin die ganze Zeit immer rum. Man musste die Handys hier vorne auf die Motorhaube legen. Ja, auf ein dreckiges Handtuch. Alle 1000 Stück nebeneinander. Das erübrigt sich aber jetzt. Denn ihr habt gesagt, leg's doch auf die Hutablage. Ich hatte die ganze Zeit aber keine Hutablage. Denn die habe ich rausgebaut, die hat genervt und ich bin die ganze Zeit ohne gefahren. Jetzt habe ich extra nur für euch und dass das klappt, mir die Hutablage wieder besorgt. Sieht jetzt also so aus. Kofferraum, Hutablage ist am Start. Handys sind am Start. Können wir dann also hinlegen. Kann ich hinstellen. Können wir gemütlich hier zocken, den Raid machen. Und wenn ich das so aufbaue, muss ich mich auch nicht mehr ganz so weit reinhängen, weil es irgendwie, ja, es geht auch theoretisch im Stehen. Oder ich gehe ein bisschen hier runter, da seht ihr mich dann und ich kann hier drücken. Ist also eine gute Sache. Jetzt haben wir noch eine Minute, das heißt, ich muss schnell ein Pokémon fangen zur Überblendung und dann melden wir uns direkt im Raid zurück. So, da ist es 55, das heißt, ich gehe mal auf die Arena drauf. Bei allen anderen muss ich auch die Pässe einwerfen. Und dann erzähle ich euch gleich vom größten Problem, was ich habe oder was mich jetzt nervt. Da. Die zwei iPhones nehme ich natürlich wieder, weil das sind ja die schnellsten. Da habe ich mir die Leute wieder mit einem Punkt markiert. Jetzt muss ich nur die mit einem Punkt einladen. Bruno, Jiggy, Nico, Lucian, Kulidita, Erdenmond, Lukas, Kevin, Jenaya, Carsten sind auf jeden Fall alle eingeladen. Ihr wisst, am besten Konda sind natürlich Unlicht-Pokémon oder Geist-Pokémon, Mega-Gengar. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Was auch interessant wäre, ich muss mal ein Stück hier runterkommen, so ungefähr. Was auch interessant wäre neben Mega-Gengar, wäre natürlich Mega-Hundemon. Manche nehmen natürlich auch Mega-Garados mit Biss-Knirscher. Das haut auf jeden Fall auch rein. Ansonsten BK, an dem Despo da seht ihr, BK steht eh für Biss und Knirscher. Ich habe da meine Despo da Armee hochgezogen mit Biss Knirscher. Da ist ein Darkrai dabei, ein 98er. Weiß ich gerade die Attacken gar nicht, aber da ist glaube ich auch egal, ob das jetzt mit Spukball oder mit Finsteraura oder irgendwas angreift. Hauptsache Unlicht, Unlicht oder Geist, ist auf jeden Fall beide super. 16 Leute sind auch jetzt drin. Das heißt, theoretisch müssten alle, die eingeladen worden sind, drin sein. Wir gucken nochmal durch.
Jenaya, Carsten, Kulidita, Ramses, Lucy, Lucian, Kevin, Lukas, Nico, Bruno, Erdenmond und Jiggy ist auch am Start. Und jetzt schon ein was mich natürlich richtig nervt oder stört. Ich habe am Kando-Tag gedacht, okay, das geht ja richtig gut ab mit den Raids, aber du willst ja die Shinies suchen, du willst ja diese Sammlerherausforderungen machen, alles Mögliche. Und ich merke jetzt schon, ich hätte am Kando-Tag einfach mehr raiden sollen, mehr Mewtwo-Raids machen. Schließlich hat das 5 Minuten gedauert, bis ein Mewtwo da war, saß 25 Minuten. Man konnte wirklich von Arena zu Arena zu Arena zu Arena Glücksei reigen, die ganze Zeit suchten, die ganze Zeit spielen. Jetzt habe ich eh das mit den Shinies vermasselt. Habitag und Relaxo fehlen mir ja. Aber man hat ja unendlich Zeit. Es gibt so viele Events, das spawnen sicherlich wieder Habitag, das spawnen Relaxo oder mal aus Raids, ne, so Habitag-Raids für Zuschauer. Also ich habe damit gerechnet, dass Relaxo-Raids für Zuschauer, Relaxo-Raids allgemein vielleicht bleiben, jetzt in der Kando-Woche, ist leider nicht so. Und Habitag gibt es nicht mal wild. Es gibt auf der ganzen Welt kein einziges Habitag. Das gibt's, glaube ich, nur in der Kando-Woche. Aus dem Rauch. Ihr müsst also einen Rauch zünden, um überhaupt an Habitag zu kommen. Das heißt, jetzt kann man sich voll und ganz auf Mewtwo konzentrieren. Und jetzt kommen keine Mewtwo mehr. Egal wo ihr hingeht, egal wo ihr guckt, gehen in eine Leere. Und wenn dann mal ein Fünfer auftaucht, dann ist es entweder ein Arktos, ein Zapdos oder ein Lavados. Deswegen bereue ich es so sehr, dass ich am Kando-Tag nicht einfach mehr gemacht habe. Du hattest Mewtwos am laufenden Band. Und jetzt einfach nur, weiß ich nicht, jetzt hast du alles andere, aber nicht das, was du eigentlich möchtest. Und das ärgert mich dermaßen. Ich möchte doch unbedingt das 100er noch. Wie soll ich denn das 100er suchen, finden, wie auch immer, wenn keine Raids da sind? Ich habe heute auch ich habe 8 Uhr geguckt, nichts. 9 Uhr geguckt, da geht ein 5er auf, war es ein Arktos. 10 Uhr geguckt, 11 Uhr geguckt, 12 Uhr geguckt. Es hat sich den ganzen Tag gezogen, bis jetzt 13 Uhr der allererste Mewtwo Raid dann endlich mal ankommt. Das ist schon sehr ärgerlich. Wir müssen jetzt mal auf die Zahlen gucken bei denen. Da kann ich euch gleich sagen, was ist und wie viel wo was hat. 23, 26, 23, 40, 23, 38, 23, 65. Das ist sehr gut. 23, 75. Das ist, glaube ich, sogar schon 98er. Das nehme aber mal mit. Und jetzt gehen wir wieder hier an die Seite, das ist nämlich das nächstbessere, dass wir uns beim Fangen nicht ins Auto hängen müssen. Wir stellen euch einfach hier so runter, knicken euch ein Stück ein und können jetzt in Ruhe Mewtwo fangen. Das seht ihr nochmal, wie gut Mewtwo zu fangen ist und gucken wir mal, ob es jetzt vielleicht sogar das 100er ist oder ein Shiny oder ein Shiny Hund. Oh, ist ein Shiny auf jeden Fall und schlechte IV. Gut, da müssen wir jetzt aber nicht viel machen. Da geben wir natürlich eine gelbe Beere drauf, denn ihr wisst, shiny legendäre Pokémon sind immer im ersten Ball drinnen. Aus den Raids. Aber es gibt ja sonst keine. Es gibt ja keine wilden shiny legendären. Also, wenn ihr ein grünes Mewtwo seht, heutzutage, momentan im Event, werft eine gelbe Beere drauf. Und wir versuchen den jetzt einfach fabelhaft zu treffen fürs Video, dass das gut aussieht. Ich habe eh gerade die Aufgabe mit den 999 einfach fabelhaften Würfen. Ihr stellt also euren Kreis ein, ungefähr so, dann wartet ihr, bis es angreift, dann curvet ihr und dann werft ihr einfach fabelhaft, jetzt curven, jetzt loslassen. Und dann habt ihr natürlich zu weit links unten getroffen, sodass das gar nicht einfach fabelhaft ist, es aber trotzdem drinne bleibt, weil es ja egal ist, wie ihr trefft, aber fürs Video war das jetzt nichts. Ihr könnt es trotzdem mal bewerten. Ach Mann, wieso? Shiny Mewtwo im Community Raid. Wow, das hat jetzt wieder die Attacke Donnerblitz. Also wer das auch nicht wusste, ne? Donnerblitz. Während des Kando-Tages hatte es ja Psychostoß, also eine Legacy-Attacke. Wer da ein Gutes bekommen hat, das ist sehr cool. Dann könnt ihr da noch Spukball mit drauf machen als zweite Legacy-Attacke und habt ein richtig mächtiges, heftiges Mewtwo. Donnerblitz braucht man jetzt nicht so. Flammenwurf braucht man jetzt auch nicht so. Eisstrahl wäre noch ganz nützlich, weil das durch den hohen Angriffswert als Eisangreifer trotzdem auch zu gebrauchen ist. Aber ansonsten, komm, wir wollen jetzt,
Wir wollen jetzt aber hier noch was mit reinpacken, obwohl, was ist denn hier? Hat er noch einer eingeladen? Oh, Moonlight hat eingeladen. Der Thomas. Den nehmen wir an, damit rechnet er nämlich nicht. Und machen einfach den Raid beim Thomas noch mit. Thomas, da wirst du Augen machen, ne? So, wir heilen aber mal kurz. Dann wird das hier ein Doppel-Mewtwo-Community-Raid. Obwohl, ne, es ist ja nicht zweimal Community. Es ist ja ein zweifacher, ne, das ist ja auch falsch. Zweifacher Mewtwo-Community-Raid ist falsch, aber Doppel-Raid? Es ist ein Doppel-Raid. Doppel-Mewtwo-Community-Raid. Ach, keine Ahnung, ich werde schon irgendwas in den Titel schreiben. Oder Community-Raid und heimliche Raids mit Thomas. Vielleicht so ungefähr, egal. Wir nehmen das jetzt, also der scheint wahrscheinlich unterwegs zu sein, bei dem größere Stadt, mehr Arenen, mehr Raids, mehr Mewtwo, mehr 100er. Der hat, glaube ich, jetzt schon sein viertes 100er, also ich verstehe die Welt nicht mehr. Aus 70 Raids, die ich gemacht habe, auch nur ein Shiny gezogen während des Kanto-Tages. Das ist natürlich nicht so genial, also da gibt es natürlich viel Besseres. Andere sagen, ja, ich habe jetzt 40 Raids gemacht, habe 2 Shinies, habe 100er. Nach 70 ein Shiny und sonst nichts. Das geht natürlich besser. Jetzt habe ich aber Zeit, hier ein bisschen rumzugurken. Ich habe auch gesehen, als ich hierher gefahren bin, weil das ist ja hier wieder beim Landratsamt, hinter der Schule, alles Mögliche. Da ist ja wieder der Dönerlutz, also der Imbiss. Jetzt ist meine Mutter noch da, weil wir gestern Abend ja Elimination Chamber geguckt haben, also von der WWE-Großveranstaltung, beziehungsweise bei uns heißt es ja No Escape. Ja? Weil kein Ausweg, Bruder, du kommst hier nicht weg, wir kriegen dich, hört sich besser an als die Ausscheidungskammer. Deswegen, Mama ist noch da. Ich habe gerade gesehen, der Dönerlutz ist ja hier da und hat auf. Jetzt habe ich sie natürlich gefragt, ob ich ihr was zu essen mitbringen soll, weil bevor wir da beim Fleischer unten essen, was jetzt wahrscheinlich eh schon zu ist, wo es in letzter Zeit nicht mehr so schmeckt wie davor, wäre es wahrscheinlich ein guter Move, einfach sie zu überraschen und was vom Lutz mitzubringen, so ein Dönerteller, ein Ribsteak, irgendwas. Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Das sieht schon besser aus als das, was ich eben hatte, mit 21 Bällen. Ist aber kein Shiny. 23, 43, gut, das ist besser. Wir versuchen das jetzt aber mal mit einfach fabelhaft zu fangen. Vielleicht kriegen wir das besser hin. Also Kreis einstellen. So groß wie der Kopf halt. Dann warten, bis es angreift. Dann mal drauf werfen. Moment. 1, 2, 3. Nee. Den nenne ich dann einfach Thomas, wenn ich den gefangen habe. Damit, wenn ich es wegschicke, ich weiß, woher das Bonbon kommt. Würdet ihr auch Mewtwo wegschicken? Ja klar, wieso nicht? Ah, viel zu kurz, das merkst du schon beim Curven, wie der Ball einfach auf den Display schmiert und hängen bleibt. Egal. Wir schaffen es bestimmt heute noch, einen einfach fabelhaften zu machen. Müssen es nur wieder einstellen. Und erneut curven. Und dann mit bisschen Schmackes trifft er auch. Da, 219, einfach fabelhafte Curveball-Würfe. Was will man mehr? 19 Versuche immer noch. Mich wundert es immer auch, wie Leute sagen, ja, mir ist es geflohen, ich habe alle Bälle drauf geschossen. Wenn ihr wirklich 21 Bälle trefft, müsste der safe drin sein. Ich weiß noch, früher an den Arenen, wir standen da, wir hatten 6 bis 8 Bälle, das war nix. Und dann kamen dir die Viecher hinterher geflogen. Du musstest immer zu fangen. Du hast es nicht geschafft. Die sind alle geflohen, alle ausgebrochen, alle weg. Du wusstest, du brauchst den Arena-Fortschritt, dass du mehr Bälle bekommst. Du brauchst den Freundesbonus. Du brauchst die Arena-Farbe, muss deine Teamfarbe sein. Du musstest so viel berücksichtigen. Heute nimmt man einfach einen Fanraid an einer völlig fremden Arena mit einer völlig fremden Farbe, die man gar nicht kennt. Und hat 21 Bälle, also geht. Die Zeit ist, glaube ich, das, was immer noch jetzt am wichtigsten ist. Je schneller ihr den Raid besiegt, desto bessere Belohnungen, desto mehr Bälle. Das ist nicht nur bei den Mega-Raids mit der Mega-Energie, ich glaube, das ist auch allgemein bei den 5er-Raids jetzt so, dass je schneller die Zeit, desto mehr Bälle ihr bekommt. Ihr seht, eigentlich läuft es jetzt ganz gut mit den einfach fabelhaften. So, ich höre jetzt auch auf, so eine 8 zu machen
und mache nur noch ein U oder ein O, je nachdem. Vielleicht habt ihr den Unterschied gemerkt, wenn man zweimal dreht oder wenn man nur einmal dreht. Ich kann es ja nochmal zeigen für die, die den Unterschied nicht gesehen haben. Man kann, wenn es angreift, 1, 2 und dann loslassen. Also ich mache wupp, wupp. Ich hole zweimal Schwung. Ist viel zu viel Kraftaufwand. Viel zu viel Zeit. Deswegen, wenn es nochmal rauskommt, zeigt bei euch, wie ihr einfach die Hälfte der Zeit sparen könnt, indem ihr nur einmal curvt. Einfach nur ein O schreibt und gleich raushaut das Teil. Ja, Digga, guck nicht so. Mach mal was. Mit seinem Retternschwanz. Wupp. Das war einfach nur ein U, ein O, ein sucht's euch aus. Vielleicht war es auch ein Q, keine Ahnung. Immer noch 12 Bälle. Thomas, was machst du? Richtig genial wäre es wirklich gewesen, wenn das 100er gewesen wäre und man das jetzt direkt auf Kamera fangen kann, aber man kann ja nicht alles haben. Einfach alles uncut. Vielleicht hätte ich es auch zusammenschneiden sollen, die Würfe. Und nicht 5 Jahre hier stehen. Oh. Mach was! Vielleicht soll ich ihm einfach eine Sanada-Beere geben, dass er sich nicht mehr bewegt. Dafür die Fangrate da niedriger ist. Aber ich öfter werfen kann, ja? Jetzt habe ich wieder zweimal gedrückt, aber so können wir auf jeden Fall die einfach fabelhaften Würfe hochpressen. Das ist eine gute Sache. Und das ist jetzt nicht drin. Komm jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir hauen jetzt einfach so drauf. Vergesst den Fangtrick. Wir curven einfach und werfen. Wir curven und werfen. Wir curven und werfen. Bis es drin bleibt. Wir wollen jetzt Zeit sparen. Zack! Und da ist es schon drin. So einfach geht das. So muss das aussehen. Wunderbar. Die nehme ich jetzt alle mit, die werde ich dann unterwegs fragen. Jetzt werde ich die Mama nochmal fragen, was die sagt, ob die jetzt was zu essen da haben will oder nicht. Wenn ich sie nicht erreicht habe, nehme ich einfach irgendwas mit. Zur Not esse ich es dann halt selber. Und heute ab Montag gibt es der goldene Handschuh auf Netflix. Das heißt, ich würde dann noch der goldene Handschuh mit ihr gucken, weil das voll der Assi-Film ist und total behindert. Erinnert mich aber irgendwie immer an D-Nice, wenn ich den Typ sehe. Also Grüße an D-Nice, wenn du das siehst. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.